So, und da hier melde ich mich wieder zurück aus dem Schlammloch hier. Und zwar, ich bin von der Gameplays als Hobby bei Wise Son of Woe. Und ja, meine Haare sehen jetzt ein bisschen komisch aus. Ich habe mir noch keinen Zopf gemacht, aber gut. Sind jetzt schon etwas trockener, sodass ich wieder meine richtigen Kopfhörer aufsetzen kann. Die habe ich echt vermisst. Und ja, immer noch oberkörperfrei. Sehr schön. Es ist immer noch zu heiß. Das ist nicht schön. Diese blöde Hitzewelle. So, wir gehen jetzt mal hier in diese Schlammlochwelle weiter. Ich suche Vitalion. Da steht der Hauptmann wahrscheinlich. Rette Vitalion. Töte Minotauren, Häuptling Klott. Sind Minotauren nicht griechisch? Okay. Oh, da sind die ganzen Römer drin. Okay. Alter. Wie hat er die denn da reingebaut? Komm her, mein Freund. Ups. Der gibt sich wohl gern mit gefangen. Aua. Ups. Okay, das hat ihm wohl nichts gebracht. Der Fokus. Was war das denn jetzt? Habe ich zu spät gedrückt oder sowas? Bitte was? Er steht da wieder auf, nur um vor ihnen wieder zu knien oder sowas? Denk daran, weil ich der heftige Angriff entweder aus oder wäre sie perfekt ab. Kommt man ja auf so eine Idee, sowas zu bauen? Was? Leckt mich doch am Arsch. Darf immer nur einmal treffen, oder was? Oh, ich bin schon wieder fast tot. Sehr schön. Jetzt. Ja, ich weiß, ich bin tot. Okay, versuchen wir es erneut. Make it. Ah. ja. Thank you.
Ich habe keine Pilos mehr. Okay. Ja. Was jetzt? Gehört es mit dazu? Gehört wohl mit dazu. Wir sollten schon wieder ein bisschen mehr leben. Na, steh schon auf. Nein, nicht aufgepasst. Hat er mich jetzt eigentlich getroffen gehabt oder nicht? Ich hoffe natürlich nicht. Na komm schon. Nein! So, gleich haben wir, oder? Magnu. Ende der Kombo. Muah, Tier. Ihr da! An den Rambock! Bringt die Figur zu Fall! Was für ein Rambock? Achso, wo kommt denn der her? Um das Richtige zu sehen, muss man manchmal am Vermeintlichen vorbeisehen. Gut gemacht, Marius. Soldaten! Soldaten! Steht nicht einfach da herum, ihr Nichtsnutzer! Holt mich hier raus! Holt mich sofort hier raus! Das ist wohl unser verehrter Anführer General Commodus. Ja, des Kaisers Sohn.
Holt mich hier raus, ihr dämlichen Idioten! Holen wir den raus? Ich befehle es euch! Dein Sieg, deine Ehre, Centurio. Sofort, Herr. Komm schon! Komm schon! Du Schwachkopf! Gib mir deinen Umhang! Gib mir deinen Umhang! Was bringt ihm dem seinem Umhang? Was erlaubt er sich überhaupt? Wir marschierten nach York. Commodus war in Sicherheit und Oswald bereit, Frieden zu schließen. Ich betete zu den Göttern, dass dieses Blutvergießen bald ein Ende finden würde. Jetzt will er kein Blutvergießen und ich meine Männer endlich nach Hause führen könnte. Ich begann zu verstehen, dass Vitalion guten Grund hatte, diesen Krieg zu hinterfragen. Wie viele Soldaten hatten ihr Leben für diesen sogenannten Sieg gegeben? Ich zumindest hatte genug Blut vergossen. Statthalter, ich bringe euch Oswald, König der Briten. Er hat der Rebellion abgeschworen. Er will sich der Herrschaft Roms fügen und von nun an nur noch für den Frieden zwischen unseren beiden Völkern kämpfen. Hoheit Commodus, alles, worum wir bitten, ist eine gerechte Behandlung meines Volkes. Als Ebenbürtige. Sodass wir alle in Frieden leben können. Sodass wir alle in Frieden leben können. Der Friedensvertrag aus Rom. Der Wille des Kaisers! Der Frieden des Kaisers! Fehlt nur noch das Zeichen des Königs auf dieser Schriftrolle. Und wir können diese verdammte Insel verlassen. Euer Kaiser, mein Vater. Er ist wahrhaft weise und gerecht. Es ist das Siegel des Kaisers. Es ist der Ausdruck seines Willens und der Macht Roms. Der hat doch was vor. Erhebe dich. Umarme mich. Der steckt dir das in den Rücken, das wette ich. König Oswald, hier ist dein Frieden. Nein! Das war nicht so klar. Dreckiger, stinkender Hund! Was passiert an mir, trotzt? Siegel des Kaisers! Sein Wille!
ist getan! Nicht Barbaren töteten meinen Vater. Der Kaiser war's. Rette Rom vor ihnen. Jetzt! Idiohunde! Worauf wartet ihr noch? Auf die Knie! Jetzt ist nicht die Zeit, Boudica. Lauf! Mein Vater ist ein Gott! Ich bin ein Gott! Gehorcht mir, wie ihr den Göttern gehorcht! Das war gut getroffen. Bringt uns zum Hafen! Italien! Bringt diesen rebellischen Abschaum unter Kontrolle! Haltet die Stadt keine Gnade! Ihr werdet alle dafür bezahlen! Wir werden jeden Mann, jede Frau, jedes Kind abschlachten! Oder wollen wir selber pissen! Verstärkt die Mauern! Bringt sie zurück! Los! Schließt die Tore! Wir müssen ihre Armee um jeden Preis draußen halten! Ich übernehme hier. Kümmere dich um die Mauern. Marius, wir brauchen Zeit. Halte den Feind auf, solange du kannst. Wir müssen alle unsere Zivilisten zum Hafen bringen. Tu alles, was du kannst. Ich treffe dich am Gerichtsgebäude. Nun geh! Oh Mann. Oh, das klingt nicht so gut. Halte die Mauer, gelange auf den Wehrgang. Muss ich da hoch? Wahrscheinlich. Götter behütet uns. Oh Gott, jetzt bin... Oh mein Gott. Return! Alter, seid ihr verrückt? Stellung gehen! Pfeilhagel auf mein Zeichen! Ja! Jörg ist verloren. Es sind zu viele für uns. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Wie viele sind das? 10.000? 20? Mars, steh uns bei. Das habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Soldaten, eine große Schlacht erwartet uns. Sie stehen vor unseren Toren, um uns alles zu nehmen, was wir haben und was wir lieben. Sie sind entschlossen, uns alles zu rauben. Zeigen wir ihnen, was wir dazu zu sagen haben. Schießen! Feuer öffnen! Bin ich überhaupt? Achso. Bereit zum Feuern, Herr! Zieht auf die Belagerungstürme. Kein Belagerungsturm wird die Mauer erreichen, aber der Beschuss durch Belagerungsmaschinen wird andauern. Gebiete den gegnerischen Beschuss Einheit, aber Belagerungstürme werden die Mauern erreichen. Super. Was, für was entscheide ich mich hier denn jetzt? Das sind sehr viele Belagerungstürme. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, die Katapulte sollten eher in Schach gehalten werden, oder? Kämpfen kriegen wir eigentlich mittlerweile ganz gut hin. Aber für was ich mich entscheide, erfährt ihr im nächsten Teil. Und mal gucken, ob wir es auch überhaupt schaffen. Wir sind bei 20 Minuten angekommen, sobald ich fertig bin mit Reden. Und ich meine, das war ja sowas von klar, dass dieser Sohn des Kaisers natürlich durch seine Gefangenschaft dermaßen unkontrollierbar in sein Geiste geworden ist, dass er da durchdreht und so einen Scheißdreck da anstellt. Ja, jetzt geht es natürlich generell um unser Leben. Also wir müssen jetzt so oder so kämpfen. Da bringt es jetzt nichts, gegen den Kaiser zu spielen.
Also müssen wir jetzt erstmal hier uns verteidigen. Und danach bin ich echt gespannt, wie es weitergeht, wie sich die Geschichte entwickelt. Wir erinnern uns ganz am Anfang, wir sind jetzt ganz allein mit dem Kaiser in der Gruft. Ich bin echt mal gespannt, was bei rauskommt. Das wird interessant. Okay, das war Rise of... Son of Rome. Mit von mir Gameplays als Hobby hier. Dürft mir gerne einen Daumen da lassen, wenn es euch gefällt. Und lasst auch ein Abo da, damit ihr natürlich benachrichtigt werdet, wenn der nächste Teil hochkommt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil hier. Hoffentlich beim Gewinn. Kurz vor der Schlacht. Und ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und auf meiner Seite. Auf Wiedersehen und tschüss.